Eröffne unsere heutige Pressekonferenz zum Spiel HBW Balingen-Wallstätten, TSV Hannover-Burgdorf. Endstand 28:27, Halbzeit 15:17. Zur Pressekonferenz begrüße ich den Trainer der Gäste Christopher Nordmeier und Geschäftsführer Benjamin Chateau. Unseren Trainer Markus Gaugisch, der seit er jetzt bei uns ist, weiterhin ungeschlagen. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Und unseren Geschäftsführer Bernd Karrer. War sicherlich weder die erste Halbzeit noch die zweite Halbzeit kein Spiel für schwache Nerven. Ich denke, Ihre haben genauso gelitten wie unsere. Herr Nordmeier, Ihr Fazit zum Spiel. Ja, zuerst mal Gratulation an Markus und Bernd und das Team zum Sieg. Ich glaube, wir haben heute ein spannendes Spiel gesehen, was für alle Zuschauer sicherlich das ist, was sie sich vom Handball erhoffen. Aus meiner Sicht haben wir in der ersten Halbzeit auch ein vernünftiges Spiel gemacht, haben sicherlich Fehler gemacht auch und sind in Unterzahl geraten, haben aber damit sind ganz gut klargekommen. In der zweiten Halbzeit haben wir im Angriff leider unsere Schnelligkeit nicht mehr so zeigen können. Das liegt natürlich auch daran, dass es für uns eben schon das fünfte Spiel ist und für die HBW erst das dritte. Und ja, am Ende kämpfen wir uns wieder ran, verlieren dann aber am Ende eben knapp. Ich kann meiner Mannschaft und möchte meiner Mannschaft keinen Wurf machen. Das war heute ein vernünftiges Spiel, das wir gezeigt haben. Und denke, am Ende ist die Chancenauswertung natürlich entscheidend und da haben uns ein paar Prozent gefehlt. Und deshalb geben wir hier als Verlierer vom Feld. Dankeschön. Herr Nordmeier, vielen Dank für Ihr Fazit. Markus, dann darf ich auch dich um dein Fazit bitten. Für mich war eigentlich bis Mitte der zweiten Halbzeit Martin Ziemer der bessere Torhüter, aber ich glaube, dann war Katze unser starker Rückhalt. Ja, erstmal danke für die Glückwünsche. Ja, wir waren hinten raus der glückliche Sieger, wenn du so knapp das Spiel gewinnst, aber dann ja, bin ich froh, dass wir heute mal dieses glückliche Ende für uns hatten, dass wir die ganzen Nackenschläge, die wir eben im Spiel hatten, es war ja ein Auf und Ab, wir haben auch etliche Chancen liegen lassen und haben auch einige leichte Tore bekommen und trotzdem hat die Mannschaft weiter an sich geglaubt und ist dann irgendwann in der zweiten Halbzeit erst in diesen Tunnel gekommen, wo man dann gesehen hat, dass die Spieler an sich glauben. In der ersten Halbzeit war das leider nur zu Beginn so und dann hat es ein bisschen nachgelassen. Deshalb haben wir auch 17 Tore, das ist zu viel in einer Halbzeit. Und in der zweiten Halbzeit war das Zusammenspiel mit Deckung und Katze natürlich sehr, sehr gut. Wir haben nur 10 Tore bekommen in der zweiten Halbzeit. Katze hat uns öfter den berühmten Hintern gerettet und ja, hat ein gutes Spiel gemacht, ganz klar. Aber auch für ihn ist es leichter, wenn die Verteidigung eben Druck macht und nicht nur zuschaut, wie der Gegner den Bälle hin und her spielt. Davon lebt eine 3-2-1, dass man den Gegner unter Druck setzt und dann kann natürlich auch der Torhüter leichter sein Können zeigen. Aber es war wieder wie beim letzten Heimsieg, wenn man es anschaut. Jeder hat seinen Beitrag geleistet, jeder hat sich zerrissen für die Mannschaft und ist vor allem positiv geblieben und das freut mich, dass wir so eine Entwicklung haben, auch wenn wir einfach nur zwei weitere kleine Bausteine in unserem Weg haben. Das ist so, aber wir können nur das machen, was wir beeinflussen und von dem her gehen wir zufrieden nach Hause natürlich. Markus, vielen Dank für dein Fazit. Soweit die beiden Trainer zum heutigen Spiel. Gibt es Fragen von Seiten der Presse? Wenn dem nicht so ist, dann darf ich auch die beiden Geschäftsführer um ihr Fazit zum Spiel bitten, aus ihrer Sicht als Geschäftsführer. Benjamin. Ja, zunächst natürlich Glückwunsch an den HBW. Alle, die hier dabei sind, freuen sich, glaube ich, zu Recht. Ein wichtiger Baustein auf dem Weg zum Klassenerhalt. Hat heute gesehen, dass die Hölle Süd den Namen nicht umsonst trägt. Leider in der zweiten Halbzeit nicht geschafft, den kühlen Kopf so zu bewahren, wie wir uns das vielleicht erhofft hatten. Blick auf die Statistik lässt wahrscheinlich erstmal das kurzfristige Fazit zu, dass die 5-0-Serie von 16-19 auf 21-19 sicherlich eine schwächere Phase von uns war. Aber nichtsdestotrotz
glaube ich, hat die Mannschaft unabhängig von der erhöhten Fehlerzahl in der zweiten Halbzeit einen unbändigen Fight hier geliefert. Das ist das, was Balingen auf jeden Fall auf die Platte zaubert, und das freut mich, dass wir das angenommen haben, dass wir zum Schluss mit einem Tor hier das Spiel verlieren. Das kann auch anders ausgehen, das sind die letzten Minuten. Das, glaube ich, muss ich auch einfach nochmal drüber nachdenken, was da alles passiert ist, ein Haufen Zeitstrafen. Das ist für die Zuschauer sehr schön und für uns auch, aber leider nicht bei dem Endstand. Vielen Dank. Benjamin, vielen Dank. Bernd, dann darf ich auch dich um dein Statement zum Spiel bitten. Du warst auch in Emstetten dabei. Wie Tag und Nacht, oder? Ja, das war schon wie Tag und Nacht, aber das ist halt so wie auswärts und zu Hause. Wie Benjamin richtig gesagt hat, die Hölle sieht, hat heute gekocht, und das bringt unsere Spieler natürlich auch zur absoluten Höchstleistung. Wobei, jedes Spiel ist unfassbar bei uns hier. Wir haben ja eigentlich immer nur Endspiele. Und die kosten Nerven ohne Ende. Von dem her, wir sind der glückliche Sieger, das ist das einzig Wichtige. Und ob glücklich oder unglücklich, sind zwei Punkte auf der Habenseite, und nur das ist entscheidend. Und ich denke mir mal, da können wir drauf aufbauen, wie Markus immer richtig sagt, Schritt für Schritt nach vorne schauen. Und wenn wir so weitermachen, dann werden wir mit Sicherheit auch unsere Ernte einfahren. Ich wünsche den Hannoveranern alles Gute, eine gute Nachhausefahrt, und würde mich freuen, wenn ihr möglichst viele Spiele gewinnt. Das kann uns nur helfen, und ich hoffe, wir sehen uns nächste Saison wieder in der Höhle Süd. Es wäre toll. Vielen Dank. Soweit die vier Verantwortlichen zum heutigen Spiel. Gibt es Fragen von Seiten der Presse? Dem scheint nicht so zu sein. Dann habe ich noch drei Ergebnisse. Und da sieht man, wie wichtig das der heutige Sieg war. Minden gewinnt gegen Berlin mit 30-28. Flensburg gewinnt gegen Lübeck mit 31-20 und Gummersbach verliert zu Hause gegen HSV Handball 25-31. Ich beende die heutige Pressekonferenz, wünsche Hannover gute Heimfahrt, viel Erfolg, vor allen Dingen auch europäisch. Ihr habt es verdient nach der Saison letzten Jahres, war überragend, und ich denke, ihr kommt auch in dieser Saison noch in Tritt. Vielen Dank.